glaube, dass Schulentwicklung heute nicht mehr von oben nach unten erfolgen kann, top-down, sondern dass möglichst viele Menschen, die im Schulleben teilnehmen, auch dieses weiterentwickeln sollen. Und die Leitbildentwicklung war ein spannender Prozess, weil es dabei ganz viel um Haltungen geht und um Einstellungen und um eine gemeinsame Richtung, in die man denken kann und auch darf. Und bei dem jeder eigentlich, jedes Individuum, sich ausleben kann und sich auch wiederfindet in so einem Leitbild. Unser Leitbild fußt auf 8 Fragestellungen, die unsere Gesellschaft in Zukunft beschäftigen. Und wir versuchen als Schule, Antworten darauf zu geben, auf diese Herausforderungen, die dort warten. Und diese Herausforderungen sind unterschiedlicher Art und Weise. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass sich unsere Gesellschaft immer heterogener entwickelt, dass sie sich schnell verändert, dass sie Flexibilität erfordert von den Menschen, die dort drin leben, dass sie sicherlich auch digitaler wird und dass Menschen dort in dieser Gesellschaft lebenslang lernen werden, gemeinsam lernen werden und dass sie gemeinsam große Probleme oder schwierige Probleme lösen werden müssen. Und das in multiprofessionellen Teams. Und wir versuchen als Schule in unserem Leitbild genau auf diese Fragestellungen Antworten zu bieten und versuchen, gemeinsam da Lösungen zu finden, dass die Schülerinnen und Schüler, die diese Schule verlassen, auf diese Gesellschaft, die sie dort erwartet, vorbereitet sind. Generell ist unser Leitgedanke, dass wir auf jeden Fall möchten, dass alle Beteiligten hier an der Schule mitwirken an der Schule, an dem Schulleben. Die Schüler sind ja bis 16 Uhr hier bei uns. Und es macht wenig Sinn, wenn nur Lehrer die Schule gestalten oder Schulentwickler von außen. Deshalb möchten wir erreichen, dass die Kinder lernen, dass sie was bewirken können, selbstwirksam werden, sich engagieren und ihre Welt gestalten können. Grundsätzlich ein Leitbild finde ich, dass es Kräfte bündelt, dass man einfach weiß, man hat ein Ziel, wo will man hin. Und mit den Medien haben wir einfach Möglichkeiten, wo man manches noch gar nicht absehen kann. Also wir haben hier drüben in unserem Wunderland haben wir das Makerspace, wo Schüler selbst dann Sachen produzieren können, Filme herstellen können. Für uns als Schule ein Riesennutzen, wo wir von diesem Medienprofil haben. Und jetzt geht es weiter, dass man noch andere Sachen auch natürlich in Angriff nimmt. Und da geht es darum, dass wir einen Stundenplan anpassen, dass wir zum Teil auch den Fachunterricht auflösen, indem wir mehr Blockunterricht machen, eher projektartig. Wir hatten letzte Woche einen pädagogischen Tag, wo wir alles an uns angeschaut haben, was für Baustellen haben wir, was gibt's, wo gibt es Punkte, wo wir verbessern können. Und haben da jetzt Gruppen gebildet, wo wir einzelne Bereiche einfach nochmal überarbeiten wollen, um unser Leitbild zu schärfen. Unser Leitbild mit Medienerziehung wurde zunächst von einzelnen wenigen Kollegen erarbeitet. Wir haben dann aber festgestellt, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass möglichst viele das mittragen, damit es wirklich funktionieren kann. Und haben dann peu à peu die Kollegen mit reingenommen, haben interne Fortbildung natürlich auch gegeben, sodass jeder eigentlich gesehen hat, dass uns das weiterbringt, dass es wirklich ein Fortschritt ist für unsere Schule, für die Schüler, für die Lehrer auch. Und heute tragen das eigentlich alle mit. Wir hatten immer eine Vision, wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir haben einen Masterplan 2021 entwickelt. Das war so die große Vision, die wir hatten. Haben natürlich auch wie bei so einem Projektmanagement Meilensteine da festgelegt und aber recht schnell auch merken müssen, dass manche Meilensteine gar nicht so erreichbar waren, wie wir sie uns geplant hatten. Und dann hat sich eigentlich zunächst mal ganz vieles aus dem anderen ergeben. Wir merken, je digitaler wir werden, desto wichtiger werden reale Begegnungen, soziale Treffen, Mehrgenerationenbegegnungen, also diese ganzen Dinge. Und das ging quasi so einher. Und diese ganzen Punkte, die wir dort gemacht haben, haben sich irgendwie bedingt gegenseitig. Und dann hatten wir festgestellt irgendwann, naja, das könnte ein Leitbild sein und wir müssen es einfach mal aufschreiben. Und das haben wir dann getan. Haben wir uns zusammengesetzt und diese Bausteine uns haben aufgeschrieben und da stand unser Leitbild fest. Die Schüler finden generell es natürlich toll, wenn sie gefragt werden. Und manchmal ist es ihnen auch gar nicht so bewusst, dass wir dadurch erreichen, dass sie sich auch mehr für die Schule verantwortlich fühlen und für die Prozesse, die hier entstehen. Materieller Art oder ideeller Art. Dass sie einfach auch, wenn sie selbst mitentwickelt haben, darauf gucken, dass es auch funktioniert, nicht kaputt geht oder dass man einfach anders miteinander umgeht.
Unsere Schule hat sich insofern verändert, dass wir uns mehr öffnen nach außen. Wir haben ja außen noch unseren Zaun, den wünschen wir uns natürlich weg, weil unsere Vision ist es, die Schule auch zum Quartier hin zu öffnen, uns zu öffnen für die Menschen von außen. Wir freuen uns, wenn Menschen in die Schule kommen. Wir freuen uns, wenn Eltern kommen, wenn die Schüler auch mal länger bleiben, wenn sie gern hier sind. Das hat sich sicherlich verändert. Naja, ich glaube, dass die Menschen, die in so einem System wie Schule arbeiten, schon eine Richtung haben müssen, in der sie gehen. Dass es ihnen klar sein muss, was können die nächsten Schritte sein. Dass sie auch wissen, an wen kann ich mich vielleicht auch wenden, wenn ich Fragen oder Probleme habe. Und ich glaube, bei der Digitalisierung, das Besondere ist ja, dass wir selber wahrscheinlich noch gar nicht so genau wissen, wo geht die Reise hin. Und das ist nicht ein Problem von Schule, sondern, glaube ich, auch von unserer Gesellschaft. Und ein Leitbild kann, ich sag mal, den roten Faden bilden oder Säulen binden, an denen ich mich entlang hangel und denen ich den nächsten Schritt gehe, mit so einem Stück weit offenen Ausgang eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass diese Partizipation auf einmal ganz viel Innovation bringt. Also Motivation hatten unsere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, schon immer, da wir schon sehr lange Ganztagsschule waren und sich jeder ein Stück weit einbringen konnte. Aber ich habe das Gefühl, in unserem Kollegium ist es wie in so einem Blumengarten. Da sprießt hier auf einmal eine Blume, da ploppt da etwas auf und jetzt gibt es ganz viele neue Ideen. Und mein Gefühl ist, dass diese Ideen nicht gleich torpediert werden und nicht gleich, ja, wie so einem, um diesem Blütenbild zu bleiben, plattgetrampelt werden, sondern dass man seine Meinung dazu äußert, dass man sagt, okay, ich unterstütze das Ganze, dass man vielleicht auch kritisch mal was anmerkt, aber das ist immer ein konstruktiver Prozess. Und das hat das Leitbild definitiv geschafft.